Hallöchen und willkommen zurück, meine Lieben, bei Fable. Da ruckt sogar unser Held ein bisschen rum. So, dann schauen wir mal. Wir haben beim letzten Mal haben wir ja die Ausbildung hier zum Helden erfolgreich abgeschlossen. Das heißt, es stehen uns jetzt alle Wege auf. Naja, mehr oder weniger zumindest, weil wir sind noch gar nicht bekannt genug. Das können wir aber mal ändern. Wir nehmen mal direkt hier eine Quest an. Naja, viel Auswahl haben wir eh nicht. Haben wir beim letzten Mal schon gesehen. Für alles sind wir nicht bekannt genug. Aber Wespengefahr, die können wir mal bannen. Ja, beendet die Plage auf dem Pikmin-Platz. Dann versuchen wir das mal. Quest übernehmen. Genau, machen wir die mal. So, jetzt haben wir die aufgenommen. Folgt den Dingensmarkern Regionausgängen auf eurer Karte, um zu den Orten eurer Quest zu gelangen. Euer Inventar enthält weitere Einzelheiten über alle Quests, die ihr angenommen habt. Vergesst nicht, ihr könnt euch eure aktuellen Ziele jederzeit durch Drücken der Back-Taste ansehen. Das ist natürlich sehr gut zu wissen. So, ja, dann heißt es erstmal auf in die Welt. Ach, jetzt kommen wir endlich mal raus aus der Heldengilde hier. Dass ich das noch erleben darf. Aussichtspunkt, genau, da geht's erstmal hin. So, ich bin mal selber gespannt, wie ich mich so im Spiel schlagen werde. Ich werde mich selber erstmal ein bisschen daran gewöhnen müssen wieder. Ist ja lange, lange nicht gespielt. Auch wenn ich jetzt schon, ja, anderthalb Stunden investiert habe, war das ja noch gar nicht so groß. Was darf ich für euch tun? Vergesst nicht, wenn ihr den goldenen Markierungen auf eurer Karte folgt, gelangt ihr zu eurem Questziel. Ja, das ist sehr schön, da... Wespen greifen den Picknickplatz auch an. Schon, ja, ich komme ja gleich, Mann. Lass mich doch erstmal umschauen hier. Ja, ja, ist ja gut. Stress mich doch nicht. So, ich würde erstmal hier quatschen. Wer ist der denn? Möchtet ihr vielleicht handeln? Na klar. Kaufen, der Titelhändler. Besorgt euch einen neuen Heldentitel und der Titelhändler sorgt dafür, dass jeder von euren neuen Namen erfährt. Ja, dann lass doch mal gucken. Ja, da möchte ich ja gerne eine ganze Menge von kaufen, aber die kann ich mir gar nicht leisten. Werdet als Maleficus bekannt. Assassino, Avatar, Liberator, Druide, Ranger. Säbelschwinger klingt gut. Tortenmeister ist super. Hühnerschreck. Arschgesicht. Ernsthaft? Das ist alles? Nee, dann kaufen wir da erstmal noch keinen. Hühnerschreck. Zum Picknickplatz gehen. Da braucht man eure Hilfe. Ja, ist ja gut. Ja, so, den Gildenmeister hören wir auf jeden Fall. Der kann da hier schön zu uns sprechen über das Gildensiegel. Ja, ich komme ja schon. Lass mich doch den Leuten mal ein bisschen erstmal zeigen, was hier abgeht. So, da scheint eine alte Dämonentür zu sein, die ist aber im Eimer. Ja, jetzt nerv mich nicht, Mann. Lass mich doch mal selber rumgucken hier. Ja, Gott, wie der nervt, ne? Ja, ja, nervt nicht. Habt ihr euch mal im Spiegel gesehen? Wie eine atmende Eiterbeule. Na, kennen wir den nicht irgendwo her? Sieh dir die Vogelscheuche an. Er denkt wirklich, die Leute geben ihm Gold. Ja, und nicht? Dem Rüpel gemeinsam Sach machen, weiß ich nicht, Moment. Also wenn ihr wollt, sage ich euch was, das ihn echt tierisch ärgert. Okay. Gut zu wissen schon mal. Aber erstmal mag ich die Gegenseite auch hören. Ich war mal ein Abenteurer, genau wie ihr. Und dann hast du einen Pfeil ins Knie bekommen. Achso. Ich bettle, um zu überleben und werde ständig von dem Gör belästigt. Tja, Sachen gibt's. Dem Bettler helfen, den Rüpel loszuwerden. Nö, wir sind nämlich selber böse. Ich hätte es wissen müssen. Ihr seid mehr möchte gern als Held. Ja, das bleibt abzuwarten, mein Lieber. So, dann kann ich nochmal mit dem reden jetzt. Wird das ein Spaß, wenn ihr ihn vertreibt? Tja, dann machen wir es mal mit dem Rüpel gemeinsamen Sachen machen, na klar. Toll, rülpst ihn doch mal an. Das ist ja so komisch. Okay, benutzt das Steuerkreuz, um auf nützliche Ausdrucksmittel zuzugreifen. Mann, haben wir schöne blaue Augen hier. Hey, hier drüben! Ihr auch? Ja, wir auch. Guck mal, anpupsen kann ich dich auch noch. Hey, hier drüben! Blut und Sand. Womit füttert euch Helden die Gilde heute? Rülpst ihm doch ins Gesicht. Mal sehen. Jetzt haben wir da noch Ausdrucksmittel. So, da können wir mal gucken. Geselligkeit, sehr schön. Pupsen, rülpsen, kichern, folgen, warten. Naja, die sind praktisch, aber die brauchen wir nicht. Ihr seid jung und stark, aber eines Tages könntet auch ihr so enden. Wenn ihr wirklich Eindruck schinden wollt, dann rülpst, nachdem ihr euch enthauptet habt. Ich helfe euch dabei. Wie oft muss ich das denn machen? Ach, jetzt hat's gereicht, glaube ich. Das muss ich mir nicht antun. Woanders gibt's auch hübsche Plätzchen. Tja, dann mach doch mal. Rüpel wie ihr machen uns Veteranen das Leben schwer. So, da geht er hin. Tja, aus guten Kindertagen kennen wir den Kumpel ja hier. Echt gut, Kumpel. Ja, kein Ding. Wenn du jemanden nicht magst, musst du stehen bleiben und es ihm sagen.
Bestimmt findest du ein paar tolle Beleidigungen. Ja, da bin ich sehr zuversichtlich. Ja, ich muss leider weg. Muss ihm noch mehr einheizen. Mach du mal. Hey, Stinker, komm zurück. Ach ja, es ist so schön, böse zu sein, auch wenn es nur ein kleines gerade. Plus 20 böse, sehr schön. Ja, jetzt nervt doch nicht, Mann. Ich hol schon mal das Schwert raus. Wir können hier mal eben nämlich noch was kaputtholzen. Und da ist nämlich was zu finden hier. So, das hole ich uns doch mal eben. Ein Silberschlüssel, einen ganzen. Ihr habt einen Silberschlüssel gefunden. Damit könnt ihr überall auf der Welt Thron öffnen. Je wertvoller die Truhe, desto mehr Schlüssel braucht ihr, um sie zu öffnen. Ja. Das macht ja nichts, aber dann haben wir schon mal den ersten hier. Mann, nerv mich nicht, Kerl. Ich komm ja schon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. Ja, Drama. So, geh mal vor. Bitte, ihr müsst meine Freunde retten. Warum? Ich bin böse. Ach, egal. Machen wir das mal. Da haben wir am Anfang noch nicht so den Spielraum, was das Böse sein angeht, leider. Aber wir arbeiten daran. So, dann wollen wir mal gucken. Hier Picknickplatz, hier geht die große Party ab anscheinend. Dann wollen wir mal schauen. Oh, da höre ich schon schönes Gesumme. Ja, Wespenplage Deluxe. Tja, die teilen gut aus, die Viecher. Ja, sehr gut sogar. Da liegt schon die erste Leiche rum. Gut, Wespengefahr. Tötet die Wespen auf dem Picknickplatz. Gildenbelohnung 500 Gold, bla bla bla, das kennen wir alles. Ja, dann stürze ich mich da mal rein. So, komm her, das Stück. So, Wespe Nummer 1 ist hinfort. Was? Die hat mich geschlagen. Ist ja der Hammer. Ist genau gesehen. So, was nun? Ah, die Musik wird auch noch dramatischer. Eine dicke Riesenwespe. Ja gut, die sollten wir aber auch noch platt kriegen. Ja, 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 der Gildenmeister quatscht schon wieder hier uns voll. So, ich guck mal gerade. Ach, hier gibt's noch Sachen zu finden. Ja, ist ja gut. Lass uns doch mal einfach machen hier. Mann. Apfelkuchen, aua. Na, warte, du Sau. Ja, das macht ja nichts. Ein Gesundheitstrank, sehr schön. So, komm her, du kriegst ja auch erstmal ordentlich auf den Sack. Tja, da würde ich sagen, dann haben wir die ja schon weg hier. Das ging ja sehr schnell. Mann, da habe ich gedacht, das wäre komplizierter. So schwach sind wir dann ja wohl gar nicht, wa? Yay, großes Gejubel. Ja, immer gerne, immer gerne. Was tut man nicht alles? Wer ist das denn? Ja, wer ist das denn? Der, der euch gerade den Hintern gerettet hat. Kopf der Wespenkönigin, sehr schön. Gildenbelohnung 500. Was haben wir dann noch? Extra Gold, nix. Extra Bekanntheit 76 nochmal, sehr schön. Und dicke Erfahrungspunkte, das gefällt mir. Ihr seid bekannter geworden. Je höher eure Bekanntheitsstufe ist, desto mehr wird man eure Anwesenheit anerkennen, feiern oder gar fürchten. Um eure Bekanntheit noch weiter zu erhöhen, führt Quests durch, zeigt eure Questtrophäen herum und vollbringt so viele Heldentaten wie möglich. Jeder Zugewinn zur Bekanntheit wird unten am Bildschirm mit dem Bekanntheitssymbol angezeigt. Ja, das klingt sehr gut. Da speichert das Ding vor lauter Freude nochmal. Ach, wunderbar. So, Leute, bleibt doch mal hier. Ihr seid also Hühner. Ich dachte, ihr wärt größer. Gegenstände. Ihr habt eine neue Questkarte bekommen. Jaha. Mann, der labert mich immer zu, ey, der Kerl. Ist ja furchtbar. So, was haben wir denn da? Das sind ganz viele tolle Dinge. Darf ich mal die Lampe gerade haben? Die hätte ich nämlich gerne mal auf hier, da oben. So, Pupsen ist ganz wichtig. Das lassen wir natürlich mal da. Was haben wir denn hier? Das sind alles nur die Dingens aber, ne? Ja, das brauchen wir doch gar nicht. Nahrung, Geschenke, Tränke. Ach, Trophäen. Kopf der Wespenkönigin. Komm, den machen wir mal eben nach unten. So, haben wir zugewiesen, glaube ich. Ja, erstmal nochmal pupsen, genau. So, jetzt kann ich mir auch Licht an- und ausmachen, sehr schön. So, Hallöchen Jungs, grüßt euch.
Eure Trophäen zeigen. Zeugen stehen bereit. Die aktuelle Bestmarke im Vergleich dazu steht bei 0. Ja, dann machen wir das mal. Gut gemacht. Ihr habt alle drei Zeugen. Drei Leute haben eure Trophäe gesehen. 0 nicht. Ihr habt also 3 erhalten. Ihr habt euren höchsten Punktstand von 0 verbessert und verdient euch 30 Bekanntheit. Ach, das ist doch super. Na gut, genau. So, da freue ich mich auch. Ja, ist eigentlich recht simpel, ne? Trophäe hochhalten und schon jubeln alle. Guck mal, da sind doch noch Sachen, die können wir doch noch mitnehmen. Hier, grüner Apfel, was da? Nochmal ein grüner Apfel. Schade, dass man hier nicht völlig frei rumlaufen kann. Das wäre schon cool. Ist halt kein Elder Scrolls-Teil. Kann man aber mit leben, denke ich. Da haben wir noch einen grünen Apfel. Was haben wir da noch? Na, lass mich mal da rum. Auch noch einen. Da ist es doch noch ein Gesundheitstrank, oder? Genau, wunderbar. Und den Kuchen mops ich mir auch noch. Da kenne ich ja nichts. So, ja, sehr schön. Einfach mal eine Quest gemacht. Was haben wir hier? Diese Sonnenuhr wurde im Andenken an Jacks berühmten Sieg in der Schlacht der blutigen Ernte errichtet. Okay. Wer auch immer Jack ist und was auch immer das für eine tolle blutige Ernte war. So, dann gehen wir aber erstmal wieder. Das Questing leuchtet auch so passend. Dann können wir hier erstmal weg. Ich weiß gar nicht, ob wir jemals nochmal irgendwie ernsthaft hin müssen. So, Aussichtspunkt. Wisst ihr was? Dann gucken wir uns doch ganz kurz mal ein bisschen hier eben um. Wo wir hier jeweils überall hin können. Ja, sobald es geladen hat zumindest. Mace sucht nach euch. Er erwartet euch in der Bowerstone Taverne. Ja, das ist gut zu wissen. Mein Gott. Da bleibe ich ja doch lieber bei meinem modernen Handy, weil das kann ich wenigstens ausschalten. Der Gildenmeister quatscht schon ständig rein. Greatwood, okay, ja, da geht's da lang. Da würde ich aber sagen, gehen wir später mal rein. Da müssen wir ja noch nicht hin. Was steht da? Bowerstone Picknickplatz, genau. Bowerstone Handelsstadt, na gut. Dann gehen wir doch erstmal in die Richtung, würde ich sagen. So, ich renne jetzt mal nicht, dann können wir das ja noch ein bisschen genießen. Da geht's Richtung Bowerstone, genau. Ach, ist das schön. Das ist so lange her, dass ich das hier alles gespielt habe, selber gesehen habe. So, schöne Bank, auf die man sich nicht hinsetzen kann. Liegt da noch was oder so? Nein? Na gut. So, dann mal auf Richtung Bowerstone, würde ich sagen. Eine der Hauptstädte hier auch, eine der größeren Städte. Sieht auch sehr schön aus, muss ich sagen. Hallöchen, hallo Herr Wachtmeister. Guten Morgen, Abend oder was auch immer. Ja, oder was auch immer, genau. Na, was sagst du so? Nabend, oh Held. Oh, das ist ja mal eine Begrüßung, die mag ich. So, dann wollen wir mal ab nach Südbowerstone. Dann schauen wir doch mal hier. Ach, schön. Mein Gott, das ist gerade wie nach Hause kommen. Ist ja herrlich. Echt sehr, sehr lange her, dass ich das alles hier gespielt habe. Aber so das ein oder andere dürfte ich noch kennen. Ich glaube, ich werde mich zumindest nicht völlig verlaufen. Ja, richtig. Es gibt hier ein paar Regeln, die ihr kennen solltet. Ach, Regeln. Regeln sind zum Brechen da. Bowerstone ist ein friedlicher Ort. Ich muss eure Waffen vorläufig konfiszieren. Echt? Ach, Sauerei. Alles nur wegen den Kindern bestimmt. Hier gibt es Läden, Gasthöfe, jede Menge Leute, Spiele, alles Mögliche. Das klingt auf jeden Fall gut. Warum macht ihr nicht als erstes einen Abstecher in die Taverne? Es ist das Gebäude da vor euch, gleich die Straße hinauf. Oh, und haltet nach Lady Grey aus. Na hallo. Behandelt sie mit Respekt. Sie ist unsere Bürgermeisterin. Na hallo. Ja, sieht ein bisschen gelangweilt aus. Seht euch einfach um und genießt euren Aufenthalt in Bowerstone. Ja, das kriegen wir hin. Das auf jeden Fall. Ja, so, völlig waffenlos leider. Selbst die Magie darf ich nicht benutzen. Uns ist hier alles verboten. Fürchterlich. So, was haben wir denn da? Vandalismus an fremden Eigentum wird in den Städten nicht geduldet. Achtet auf die Wächter. Knusperhühnchen. Lecker. Jetzt gucke ich mal gerade. Da kann man ja oben aber so ein bisschen auf die Karte achten. Da sieht uns irgendjemand so minimal nur. Tofu. Okay, nehmen wir auch mit. So, wir sind böse. Jetzt sieht uns keiner mehr. Das ist sehr gut. Eine Sache möchte ich auf jeden Fall mal eben machen, nämlich das hier. Kalistore bieten eine schnelle Möglichkeit, durch Albion zu reisen. Wenn ihr eine Region mit einem Kalistor-Besuch habt, könnt ihr jederzeit wieder dorthin teleportieren.
Um zu teleportieren, tretet ihr entweder in Kalistor oder haltet das Steuerkreuz in Richtung des Gildensiegelsymbols gedrückt. Ja, sehr gut. Ja, Heldengilde ist das Einzige, was wir als solches noch als Punkt haben hier. Ich guck mal gerade, hups, da kann man ein bisschen rauszoomen. Ach, siehste, da kann ich auch die Karte mal ein bisschen bewegen. Ja, da haben wir noch keine Orte hier irgendwas. Kann ich ein bisschen ranzoomen mal, so ein bisschen. Ja, Picknickplatz, Aussichtspunkt, Heldengilde, mehr haben wir ja noch nicht. Gut, wir bleiben aber erstmal hier natürlich. So, na, wer bist du denn? Wollt ihr vielleicht handeln? Ja klar, lass mal gucken. Kaufen, verkaufen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Was suchst du denn? Was bist denn du überhaupt für ein Händler? Gegenstände, Geschenke suchst du, einen Ehering. Ja, den habe ich nicht. Mal gucken, ob wir irgendwann heiraten werden. Ist auch noch spannend. Fisch suchst du, so, so. Andere Sachen. Angelrute suchst du. Hm, da kann ich dir aber auch nicht helfen. Naja, gut, so, komm. So viel Geld haben wir nicht, das mag ich hier gerade nicht ausgeben. Ist in der Taverne. Das ist ja vielleicht ein Typ. Ja, irgendwas Taverne, irgendein Typ. Okay, ja, klar. Kein Problem. Könnt ihr mal alle weggucken eben? Ich würde gerne die Fässer kaputt machen. Mist, da kommt noch irgendwer. Ach ja, ist ja gut. So, schauen wir mal ganz kurz. Hier gibt es eindeutig Klamotten zu kaufen. Ja. Da stehen auch Sachen rum, okay. Dann spare ich mir das mal. Was ist denn hier noch? Ist das ein normales Wohnhaus oder was ist das hier? Das ist in der Tat ein normales Wohnhaus. Was sagst du? Mace hat nach euch gefragt. Ich habe ihn neulich in einer Taverne gesehen. Ach so. Ja, okay. Der ist auch bekannt wie ein bunter Hund. Dann gehen wir doch mal in die Richtung erstmal. Ja, irgendwer jubelt da rum. Okay. Ja, boah, der Hammer. So, da dürfen wir, glaube ich, nicht hin. Ich guck mal gerade kurz. Nordbauerzone. Langsam Sonnenschein. Ihr habt hier keinen Zutritt. Boah, nenn mich nicht Sonnenschein. Da drehen wir auch wortlos wieder um und gehen einfach. Sehr schön. Was geht denn hier so vor? Hm, eure Trophäe zeigen. 19 Zeugen stehen bereit. Die aktuelle Bestmarke im Vergleich dazu steht bei 3. Ja, komm, machen wir das mal. So, da waren 3. Ihr seid wirklich toll. Wo sind denn da noch mehr? Da ist ein Schmied. Hallo. Guck mal, Sachen. Hier, da, guck mal. Ich hab was ganz Cooles. Da muss man doch hingucken. Ich sehe hier keine Sau mehr. Das ist doch scheiße. Hm, wo sind denn die alle? Hey, Kinder, was ist mit euch? Irgendwer da? Ah, Kinder, guck mal. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Ha, bam. Yay, ein Held. Da freuen sich die Kinder. So, entschuldige, ich muss mal eben hier drängeln. Versuchen wir unser Glück nochmal in der Kneipe, würde ich sagen. Oh, mal eben schnell hin. Hoffentlich komme ich da schnell genug hin. Hahaha. Ha, ha. Wo ist die denn? Die ist da unten um die Ecke, oder? Ja, 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 ist ja gut. Das Hühnchen freut sich auch. Hallo Mace, mit dir rede ich gleich. Ja, jetzt aber hier, ne? Flott hingeguckt. So, 14 von 19 haben es gesehen. Ist hier oben noch wer? Mist, da ist keiner. Verdammt, wo ist denn da noch einer? Oh Mann, das ist ja aber hier ganz schön am Ruckeln. Der schmeißt vor Freude seinen ganzen Waren weg. Auch sehr hübsch. Irgendwer hier drin? Nein? Mist, Leiste leer. Dann war's das, glaube ich, gleich. Die Zeit ist um. Ja, schade. 14 Leute haben eure Trophäe gesehen. 5 nicht. Ihr habt also 9 erhalten. Ihr habt euren höchsten Punktestand von 3 verbessert und verdient euch 60 Bekanntheit. Hm, sehr schön. Ja, da freut er sich. Ja, große Party hier, wa? So viel ist ja sonst nie los. So, Gott, oh Gott, wie es hier ruckelt einfach, ne? Furchtbar. Also wundert euch bitte nicht, das ist wirklich die Original-Framerate hier. Hier ist gerade liegt nicht an meiner Aufnahme diesmal. So, dann will ich mal eben mit Mace quatschen. Hallöchen. Na, du hast nach mir gefragt. Macht all diese Aufmerksamkeit. Ja, aber holla. Ich habe von deinem Zusammentreffen mit der Wespenkönigin gehört. Ganz Bowerstone spricht darüber. Aber man sollte sich das nicht zu Kopf schlagen. Aber die freuen sich doch so schön. Wie dem auch sei, deshalb habe ich dich nicht herbestellt. Dunkle Kräfte dreuen über uns, die dein Rieseninsekt verblassen. Na, das bleibt ja abzuwarten. Sag mir,
Was weißt du noch von der Nacht, als ich dich zur Gilde brachte? Von dem Überfall auf Oak Vale? Nicht viel, darauf wette ich. Was für einen. Ja, aber sowas von. Ich dachte, die Räuber hätten deine gesamte Familie niedergemetzelt und dass du der Nächste sein würdest. Ja. Es scheint noch einen Überlebenden gegeben zu haben. Ach, was? Deine Schwester. Es ist nur ein Gerücht, fürchte ich. Genaueres weiß man noch nicht, aber ich dachte, du solltest es wissen. Ja, guter Mann, danke. Besorg dir um Himmels Willen anständige Ausrüstung, Junge. Dieses Standardzeug kannst du vergessen. Naja, also mit dem Standardzeug haben wir zumindest schon mal eine dicke Wespe platt gemacht, würde ich sagen. Unser Katana ist jetzt nicht das Schlechteste. Gut. Sucht in der Gilde nach weiteren Quests. Ja. Ach, Mace, ey. Hallöchen, Kleines. Na, was gibt's denn? Schnell, folgt mir. Aha, okay. Und dann? Etwas Kaltes zu trinken. Wo willst du denn hin? Mal gucken, was die Kurze von uns möchte. Ja, dann zeig uns mal, wo wir hin sollen. Ich bin gespannt. Aha. Bringst du uns jetzt zu deiner Mama, oder was? Sieht heute top. Ah, in der Tat. Wehe mir. Mein Sohn ist Ach krank. Nein, der Arme. Mein Sohn, mein armer kleiner Junge. Wir haben Ach, der schon wieder. Am Aussichtspunkt gemacht, wo er diese komischen Pilze fand. Ja, Drogen nix Die gut. Die Hexin Bowerstone Key sagt, wir sollten uns keine Sorgen machen. Sie benötigt jedoch noch weitere Pilze, um ihn zu heilen. Mhm. Ich würde sie ja selbst suchen, aber ich muss für Aldi sorgen. Könnt ihr uns helfen? Aldi? Aldi Nord oder Aldi Süd? Ja, ne? Dann haben wir hier eine kleine Quest, okay. So, ich guck mal gerade hier ein bisschen noch rum. Ach, guck mal, hinten ist auch was. So, erstmal verwemsen, da ist aber nichts, schade. Ach, da kann man rein. Die Kettertüren der Taverne sind verschlossen. Hm, schade. Da wäre ich jetzt gerne reingegangen. Mein Körper besteht aus Zucker. Hoffe, ich falle nicht in eine Teetasse. Was? Wer? Wo? Was? Wer hat das jetzt gesagt? Die Mutti hier, oder was? Ja, interessant. So, dann will ich mal eine Sache hier gerade schauen. Das ist ein normales Wohnhaus. Da war es nicht. Wo war denn die Schule nochmal? Weiter oben, ne? So, da werkelt irgendeine gute Frau da drin rum. Okay. Wer sieht uns denn hier gerade? Oh, ein Wächter. Hallo. Lalala. Nein, ich will gar nichts mit den Fässern machen. Bam. Erstmal einen Huhn wegtreten. Das ist immer gut. So, ich schau mal gerade. Kann man hier hinten noch was machen? Ja, das sind ein, zwei Fässchen. Ach komm, sind alle gerade bestimmt weit genug weg. Ah, goldene Erntetätowierung. Sehr schön. Eine Tätowierkarte mal wieder. So, gibt's hier noch was? Was? Unfug? Was? Oh, hallo. Vergebt mir. Mein Name ist Gaut. Ich bin der Direktor dieser Aha, Schule. Aha, okay. Allerdings macht die Schule derzeit nicht viel her, so wie Lady Grey ständig unsere Gelder streicht. Ach so, ja, das ist natürlich doof dann, ja. Sie hat die halbe Bibliothek verkauft. Als ob Willen wichtiger wären als Unterricht für unsere Kinder. Das kommt drauf an, was das für Willen sind, würde ich jetzt mal behaupten. Aber egal. Wenn ihr uns geeignete Bücher stiften könnt, die ihr auf euren Reisen findet, tätet ihr uns einen großen Gefallen. Ja, genau. Das ist doch sehr schön. So, kann ich dir was stiften? Ich fürchte, die Schule ist zurzeit geschlossen, oh Held. Ach so, okay. Vielleicht können wir später reden. Ach so, ja, schade. Schade, sonst hätte ich das nämlich jetzt mal gemacht. Das hatte ich ja mal erwähnt, ne? Dass man hier, ja, Bücher spenden kann halt. So, was haben wir denn hier Feines? Häuser und Geschäfte können gekauft werden, wenn ein Verkaufsschild vor der Eingangstür hängt. Die meisten Gebäude ohne Besitzer stehen zum Verkauf. Wenn ihr reich genug seid, könnt ihr eine Immobilie investieren und sie an andere vermieten. Kauft ein Ehehaus, wenn ihr heiraten möchtet und wohnt dort mit eurem Partner. Ja, das klingt doch gut. Ihr könnt euch dieses Ehehaus nicht leisten, es kostet 1500 Gold. Oh, das können wir uns aber bald leisten. Wenn wir noch ein, zwei Quests machen? Das wäre doch eine Idee. Kaufen uns direkt mal, ja, einen Apfelkuchen, sehr schön. Und eine goldgelbe Möhre. Ja, dann können wir uns doch... Das wäre doch mal ein Plan, oder? Schön zusammensparen, erstmal ein Häuschen hier im Bowerstone kaufen. Das finde ich ist super. Eine sehr gute Idee. So, du hüpfst hier fröhlich rum, Kleines, ja? Was? Wer ist ein dämlicher Sack? Ich?
Was? Warte. Eure Freundin muss blind sein. Boah, ja, du bist ja eine ganz nette. Gibt's einen Grund, so albern zu sein? Ja, ich muss pupsen. Ja, weißt du Bescheid. Was bedeutet eigentlich Hühnerschreck? Ja, Hühnerschreck, das ist mein Titel gerade, auch wenn ich den gar nicht möchte. So, kann man hier drin irgendwas machen, denn sonst in der Schule? Ich glaube nicht, ne? Ja, schade eigentlich. Ja gut, aber dann gucken wir mal, dass wir da hier nochmal reingehen, wenn der Lehrer dann da ist, beziehungsweise die Schule dann auf hat, sozusagen. Naja, gut, aber um die Uhrzeit, da lasse ich das dann durchgehen. Ja, dann würde ich sagen, wäre das nächste Jahr dann mal Richtung Heldengilde zurückzugehen. Oh, hat euch eure Mami angezogen? Ich geb dir gleich eure Mami. Hättetetö. So, jetzt lasst mich mal eben kurz was schauen. Gegenstände, ich möchte nämlich mal eine Kleinigkeit machen. Andere, ja. Ganz oben war doch die, das Gildensiegel, ne? Ja. So, das ordnen wir jetzt nämlich mal nach unten eben zu. Da möchte ich nämlich gerne immer darauf Zugriff haben und nicht nur, wenn es sich selber gerade einblendet. Genau das so. Da sieht man es auch schön. Es blinkt eben darum, dass wir irgendwas mit aufsteigen können. Einmal festhalten. So, und dann gehen wir nämlich jetzt mal eben brav zur Heldengilde. Teleportieren, genau. Dann können wir nämlich einerseits schauen, würde ich sagen, dass wir uns hier, mal gucken, ob wir hier irgendwie noch was aufleveln können. Das wäre ja nicht verkehrt. Ne, wir sind ja noch ganz klein am Anfang. Da kriegt man das ja noch schnell mal so ein paar Punkte zusammen. Und ansonsten sollten wir uns auch mal eine neue Quest organisieren. So. Ja, das sieht vielversprechend aus. Ach, wer bist aus. Du denn? Oh, hallo. Ihr müsst der Junge sein, über den Mace immer redet. Verstehe nicht, was er an euch findet, aber Mace weiß das wohl am besten. Ja, davon gehe ich aus. Wo bleiben meine Manieren? Ich bin Dornenrose. Ihr habt bestimmt von mir gehört. Ehrlich gesagt nicht, nein. Keine Zeit für Autogramme, fürchte ich. Ich muss nach Nortol Glade, ein wichtiger Auftrag. Ututu. Übrigens, falls ihr wegen einer Questkarte gekommen seid, die Besten sind schon ja, weg. Ja, danke, Bitch. Ich bin sicher, die Gilde findet etwas für euch zu tun. Hab gehört, die Küche müsste geputzt werden. Wow. Ernsthaft? Ja, wir werden sehr gute Freunde werden. Das sehen, glaube ich, alle schon kommen. So, was hat denn der Gildenmeister hier zu erzählen? Wählt euren Weg weise, o Held. Ein Obstfarm-Quest wartet. Das klingt super. Das ist ja ein super Job hier. Ja, gucken wir mal eben ganz kurz hier drauf. Da sehen wir auch schon, da ist im Übrigen der eine Teleporter hier. Na gut, mal eben gucken. Schützt die Obstfarm. Helft den Wächtern, die Obstfarm gegen die angreifenden Räuber zu verteidigen. Okay. Oder alternativ greift die Obstfarm an. Questübersicht. Führt die Räuber zu den Kisten und steht Schmiere, während sie sich stehlen. Ah, das gibt sogar 1000 Belohnung. Bekanntheitsbelohnung 400. Großtaten 5 maximal. Ja, wir sind sowieso böse. Da ist die Wahl dann wohl relativ leicht, würde ich sagen. Gut, aber bevor ich das mache, werde ich an der Stelle nochmal eben jetzt kurz einen kleinen Break machen, weil ich gucke hier gerade auf die Uhr. Das soll erstmal reichen für dieses Mal. Ja, dann werden wir beim nächsten Mal uns um die Obstwand kümmern, denke ich mal. Und ja, damit verabschiede ich mich dann erstmal. Dann danke ich euch fürs Reinschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge Fable. Bis dann erstmal. Ja, da kratze ich mich nochmal hinter den Kopf. So, bis dann. Ciao.